Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar die liebe Lisa. Hallo ihr Lieben. Ich bin bei ihr zu Besuch und wir drehen jetzt einige Videos und jetzt ist die 7-Sekunden-Challenge dran. Und wir hoffen, euch gefällt das Video und wir sind schon ganz gespannt, was die andere für Fragen gestellt hat. Und ja, schaut selber zu und ganz viel Spaß mit dem Video. Wer fängt an, liebe Nadine? Du fängst an. Ich fange an. Ja, mein Gast fängt jetzt an und ich stelle die erste 7-Sekunden-Aufgabe und ich bin schon gespannt, ob du das schaffst. Also, Zeit erst starten, wenn die Frage beendet ist. Okay. Ne? Bitte einen Satz ohne und oder zu sagen. Los. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich meine Hose angezogen. Ah! Stopp! Hallo! Yes. Scheiße! 1:0 für dich. So, jetzt bin ich dran. Nenne 5 Markenklamotten. Adidas, Nike, Puma. Scheiße, wie fein. Voll die Loser. 1:1. Nenne in 7 Sekunden 3 aktuelle Songs. Shape of You von Ed Sheeran. Und die Chöre singen für dich von Mark Forster. Und Stopp. Hätte ich eigentlich die Typen auch nennen müssen, oder was? Leider verloren. 2:1 für dich. Trinke ein volles Glas in 7 Sekunden. Du sollst ja auch nicht in 7 Sekunden alles ausspucken. Warum nicht? Ich dachte, das wäre die Frage. Okay, ich habe verloren. Also, naja. Nein, ich habe verloren. Hochkant. Nenne in 7 Sekunden 7 Beauty-Produkte. Mascara, Lidschatten, Kajalstift, Rouge, Lippenstift, Lipliner. Scheiße, 6. Denkst du, Foundation ist mir eingefallen? Nein, natürlich nicht. Gut. Worüber wir schon den ganzen Tag reden. 3:2. Schreibe ohne zu gucken deinen Namen, Alter und YouTube-Kanal auf. Auf die Sekunde! Ja, kann man so gelten lassen. Yes! Und für dich! Mache ein Selfie und poste es auf Instagram. Das hab ich auch als nächstes. Und meinst du? Okay. Und los. Stopp. Scheiße. Sollen wir das trotzdem nochmal machen? Wenn ich dasselbe habe? Ja, oder? Da ich es ja nicht geschafft habe, ist es auch lustigerweise genau an der Stelle die Nummer 4, dasselbe, was ich für dich habe. Deswegen gucken wir mal, ob die liebe Nadine nicht etwas besser abschneidet wie ich. Ja. Und go. Scheiße, Jan. Wir beide haben es nicht geschafft, sind beide an derselben Aufgabe gescheitert, so gesehen. Tja. In 7 Sekunden 7 YouTuber nennen. Oh Gott. 1:2:3. Dagi B, Bibis Beauty Palace, Nikki's Beauty World, All Stop. About Anna. Scheiße. 5. Ich kenne so viele, aber wenn man so auf Zeit kommt, dann funktioniert das alles. Ja, ja. Sagen sie alle. Okay, ich habe als nächstes für dich, schreibe in 7 Sekunden eine lustige WhatsApp-Nachricht. Ja, ob ich die lustig finde. Ich soll die lustig finden. Bist du bereit? Du darfst schon öffnen. Okay. Und go! Scheiße! Keine angekommen! Ist aber angekommen. Du bist verrückte Hupe! Das ist eine Hupe! Du bist verrücktes Hupe, aber sie ist lustig! Die Hauptsache ist mal lachen, oder? Erfinde ein neues Wort. In 7 Sekunden? Ja.
Ohr-Nasen-Haartrimmer. Nee, das gibt's. Ende. Boah, das war schwer. Das war echt schwer. Was habe ich gerade geschrieben für ein Wort? Din, din, din. Din. Nenne einen Zungenbrecher in 7 Sekunden. Und los. Brautkleid bleibt Blaukleid. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Yeah! Ching, ching, ching. Geschafft. Yes. Yes. Ich glaube, die Nadine hat leider gewonnen. Schon muss wieder. Ich leider zugeben. Schon wieder. Schon wieder geht die Runde an die liebe Nadine. Dankeschön. Nach meinem Fail. Mit dem Nachdem ich jetzt ein nasses Hosenbein habe. Macht nichts. Ich habe verloren, aber trotzdem gewonnen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß. Und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall bei der lieben Lisa vorbei. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!